Hallo und herzlich willkommen zu Teil Nummer 2 meiner Serie zum Produzieren eines Songs. Nachdem wir jetzt gestern in Teil 1 die Mix Preparation gemacht haben und uns das Arrangement mal so ein bisschen angehört haben, geht es jetzt heute in Teil 2 um die Drumproduktion. Das heißt, ich habe ja gestern gesagt, wir haben uns den Song angehört und ich habe gesagt, ich finde das Schlagzeug so ein bisschen langweilig. Wir hören gleich nochmal ein paar Teile rein. Ich möchte das gern auswechseln und einen ordentlichen Grundgroove machen. Bevor ich damit jetzt aber anfange, ist noch ein wichtiger Schritt und der ist Marker zu setzen. Denn jetzt siehst du ja hier im Moment in diesem Arrangement noch nicht so wirklich, wo ist der Vers, wo ist das Intro, aus welchen Teilen besteht der Song überhaupt. Und ich finde es wichtig, einfach bevor man das erste Instrument einspielt oder auswechselt oder wie auch immer, sich einen Überblick zu verschaffen über das Projekt. Und das macht man mit Markern. Ich zeige dir, wie es hier in Logic geht. Das geht aber in jeder anderen ordentlichen DAW auch. Ich habe mir hier dieses doppelte Keyboard ein bisschen durchgeschnitten. Das werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ich ziehe es mal ganz nach oben. Und jetzt hier in Logic kann ich einfach diese zerschnittenen Teile, habe ich mir einfach rausgesucht, okay, was sind die einzelnen Songteile. Die kann ich einfach hier nach oben ziehen. Und jetzt kann ich die auch schon benennen. Ich fange also hier an. Ich weiß, dass das das Intro ist. Dann kommt Vers 1 und Chorus 1 und so weiter. Das beschrifte ich gerade mal kurz durch. Okay, ich habe es beschriftet, du siehst es also hier und wenn ich jetzt hier wieder hochklappe, dann sehe ich hier schön angenehm meine ganzen einzelnen Songteile zum einen mal und ich kann hier in Logic zumindest, kann ich hier auch mit Shortcuts zwischen den einzelnen Songparts hin und her springen und das hat auch den Vorteil, dass ich da einfach ja, schneller bin und die Übersicht einfach habe. Okay, jetzt aber zunächst mal zu den Drums. Wir hören noch mal ganz kurz rein in den Song und ich möchte hier gerne einfach einen Grundgroove finden. Also nochmal ganz kurz, wir haben ja hier als Groove, den spielt er ja nur mit den Toms hier, was ich so ein bisschen seltsam finde. Also finde ich ein bisschen seltsam und fehlt ein bisschen der Punch für den Song. Ich werde die Drums heute so einspielen, weil ich jetzt kein akustisches Schlagzeug hier aufnehmen kann. Ich werde das über ein E-Drum-Kit machen und werde dieses E-Drum-Kit mit Addictive Drums triggern. Das ist eine Drum-Software, die ich ganz gern benutze. Das heißt, ich schalte jetzt als erstes mal die kompletten Drum-Spuren aus und wir legen uns eine neue Software-Spur an. Und da werde ich Addictive Drums reinladen. Dann suchen wir uns da ein Drum-Kit raus. Und hierbei ist es mir noch nicht wichtig, dass dieses Drumkit jetzt gleich vom Klang her direkt in die Produktion passt, sondern ich möchte ein knackiges, möglichst trockenes Drumset haben, um nachher auch gut einspielen zu können. Also ohne viel Hall oder sowas, was mich durcheinander bringt. Das soll einfach mal ein trockenes Drumkit sein, bei dem ich mich wohlfühle mit dem Einspielen. Gut, ich habe mir jetzt dieses Drumkit hier rausgesucht. Und das kann ich jetzt hier direkt über mein MIDI-Keyboard anspielen. Bevor ich mich jetzt gleich ans Schlagzeug setze und das hier mit dem E-Drum-Kit Trigger, möchte ich gerne einfach mal einen Groove rausfinden, der mir gefällt. Das ist so ein Grundgroove, den ich ja möchte. Und da triggere ich jetzt das Drum einfach mit dem MIDI-Keyboard zunächst mal und versuche einen Groove zu finden, von dem ich denke, dass er gut zu diesem Song hier passt. Okay, gelandet bin ich jetzt hier bei diesem Grundgroove für den Vers und ich schalte hier mal hin und her zwischen Original-Drums und den Drums, die ich jetzt einspielen möchte gleich. Und ich finde, so hat der Song gleich wesentlich mehr Drive. Also es klingt gleich wesentlich besser, es klingt kompakter und irgendwie ist da ein solideres Fundament da, finde ich. Also dieses Dum-Jack. Das ist mein Grundgroove für den Vers. Den habe ich leicht variiert im Chorus, um noch ein bisschen mehr Drive zu geben. Okay, finde ich auch hier klingt schon so viel besser. Und hier kommt eine Bridge, da habe ich mir überlegt, da gehen wir auf Halftime mit den Drums, um den ganzen ein bisschen mehr Dramatik noch zu geben, wenn sie dann hier reingehen. I
Okay, gefällt mir gut so, die Skizze hier. Damit kann ich was anfangen. Spielen wir die Drums ein. Okay, meine Drumspuren sind im Kasten oder meine Drumspur besser gesagt. Ich bin zufrieden, ich hoffe du auch. Es ist natürlich klar, dass man bei so einem MIDI-Schlagzeug, zumindest bei mir ist das immer so, dass man da einiges nachzuarbeiten hat. Also es geht, ich bin ein ganz guter Drummer, würde ich mal sagen, aber manchmal klappt was mit dem Trigger nicht, es wird doppelt getriggert oder es funktioniert nicht so richtig, mit der Velocity haut es nicht so hin. Deswegen habe ich bei so einer Sache ist die Drumaufnahme immer relativ schnell. Über so ein elektronisches Drumkit, das ein akustisches, hochwertiges akustisches Drumkit triggert, aber die Nacharbeit dauert dann immer schon auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde zumindest. Das heißt, ich muss irgendwie ja an der Velocity schrauben. Ich muss auch immer ein bisschen quantisieren. Ich versuche nie 100% zu machen, dass ich so in ungefähr von der Natürlichkeit das weitestgehend erhalten kann. Ich habe die Spuren, wie gesagt, über mein Roland TD-12 eingespielt. Das heißt, ich bin direkt von dem TD-12-Modul über MIDI in die MIDI-Anschlüsse meines Audio-Interfaces gegangen und habe dann hier meine Drumspur noch mappen müssen und konnte dann direkt loslegen. Das ist jetzt ein Drumkit gewesen. Das passt jetzt hier vom Sound her, finde ich, nicht so ganz zur Produktion. Das heißt, ich könnte jetzt noch ein bisschen rumprobieren, ein paar andere Drumsets auszuwählen, wie die klingen. Und das können wir mal machen. Vielleicht finde ich ja eins, was besser klingt. Und dann können wir auch gleich nochmal ein bisschen in die Produktion reinhören und in die Drumspur, in die nachbearbeitete. Ja, du siehst, da kann man viel machen. Ich werde mir jetzt noch ein passendes Drumkit raussuchen und werde versuchen, das Drumkit zu finden, das ich finde, das am besten zur Produktion passt. Du siehst, das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil bei MIDI-Aufnahmen. Ich kann jetzt sehr schnell hier zwischen den Drumkits switchen. Das ist, wenn du jetzt ein Akustikset aufgenommen hast, nicht so. Dann hast du nur diese Möglichkeit. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie findest du diese Art, Drums zu produzieren? Ist dir das geläufig? Findest du das total doof, über MIDI zu machen? Spielst du lieber Akustik-Drums ein oder arbeitest du genau so? Das würde mich sehr interessieren. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ich suche mir jetzt noch ein schönes Drumkit raus, das hier in die Produktion passt. Und morgen machen wir dann weiter und programmieren den Bass.